Ah, ein Creeper und ein Skelett! Oh, Enderman! Ah! Warte, hey. Stopp! Hä? Odi? Hä, Lumi? Warte, Jungs? Was, Hanna? Was ist mit euch passiert? Warte mal. Hä? Ich bin ein Enderman. Warum sind wir Mobs? Was ist schiefgelaufen? Wir sind auch überall ins Wasser. Wo ist unser Zuhause hin? Weit und breit gar nichts, außer Wasser, Leute. Und wir sind nur zu dritt auf diesem kleinen Floß hier. Ich glaube, was machen wir jetzt? Wir haben... Warte mal, ich habe eine Angel. Habt ihr auch eine? Hä? Ich auch! Ich glaube, schaut mal, da schwimmen Sachen im Wasser. Ich glaube, wir können die angeln. Aber warte, bevor wir anfangen. Leute, ihr müsst uns helfen, weil wir sind mitten auf einem Floß, irgendwo im Nirgendwo. Meint ihr, ihr könnt uns helfen, indem ihr ein Like da lasst? Weil, ich habe gehört, dass wenn ihr ein Like da lasst, dann könnt ihr uns helfen. Dann regnet es vielleicht irgendwas vom Himmel, was uns helfen könnte. Bitte lasst ein Like da, Leute. 3, 2, 1. Oh, komm schon, irgend... Warte, siehst du das? Es... Lumi! Es... Die es, liken! Es regnet Holz! Oh, danke, ihr seid die besten Leute! Oh, wie cool! Jetzt können wir unser Floß schon mal weiterbauen. Aber warte mal, wo ist Hanna? Oh nein, wo ist sie hin? Hanna? Hier bin ich! Oh, wo warst du denn? Warst du etwa im Wasser? Ja, ich wollte gucken, ob da unten irgendwas zu essen ist. Fische oder so. Aber da war nichts. Schau mal, während du da unten warst, haben die Leute ein Like da gelassen und wir haben ganz viel Holz bekommen. Schau mal, daraus machen wir uns erstmal ein paar Holzbretter und einen Crafting Table. Schau, zack. Das heißt, wir können uns jetzt schon was Cooles bauen. Ja, voll cool, Lumi. Können wir daraus auch ein Haus bauen? Ich glaube, auf dem Wasser bringt es uns mehr, wenn wir ein Floß bauen, Hanna. Wir müssen doch irgendwie hier runterkommen. Hier, ich gebe euch ein paar Stufen. Ihr müsst mir helfen, kommt schon. Ihr müsst das Floß größer bauen. Kommt schon, Stufe für Stufe. Wir bauen uns ein richtig tolles Floß. Wir gemeinsam halten zusammen auf dem Meer. Aber wartet, meint ihr, es gibt auch irgendwie böse Haie oder sowas? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ich hoffe nicht. Ich habe Angst vor Haien. Ich auch. Warte, vielleicht sollten wir... Warte, schaut mal. Ich habe irgendwie eine Enderhand, weil ich bin ja ein Enderman. Meint ihr, ich kann damit irgendwas anstellen? Irgendwie fühlt sich das ganz... Warte, was? Vorsicht! Lumi! Lumi, raus da! Ich bin ein Enderman. Ich bekomme Schaden im Wasser. Ihr müsst mir helfen. Werft eine Angel. Schnell. Fang, Lumi. Los. Ich habe fürchterliche Angst. Ich habe vergessen, wir sind doch Mobs. Wir haben auch die Eigenschaften von Mobs. Endermans können doch kein Wasser ab, wisst ihr? Ich bin richtig am Hintern. Ich bin ein Enderman, mitten auf einem Ozean, Leute. Ich darf also auf keinen Fall ins Wasser geschubst werden. Wir müssen uns was einfallen lassen. Odi, hier ist ein Fass. Da machen wir einfach alles rein, was wir haben. Und jetzt lasst uns endlich unsere Angel auswerfen. Schaut mal, da schwimmen Sachen im Wasser. Wir müssen die angeln. Ich will den Block haben, das ist meiner. Gib ihn her. Ich hab ihn, Hanna. Mann, Lumi, das war meiner. Nein, Mann. Ich hol mir die nächsten. Komm schon. Mach mir doch nach, Lumi. Haha, ich hol mir alle Blöcke. Guck mal. Oh Mann, du hast ja Glück. Du bist ein Skelett. Du kannst ins Wasser. Ich darf das nicht. Ich kann auch schwimmen. Haha, Lumi. Mann, hört auf. Das ist voll unfair. Ihr könnt ins Wasser und ich nicht. Mann, wir müssen doch zusammenhalten, Freunde. Jetzt kommt schon. Wir müssen uns alles angeln. Und dann müssen wir unser Floß größer bauen. Wir brauchen das Netz da hinten. Komm schon her. Ich hab dich gleich. Zack, und da bist du. Okay, habt ihr irgendwas
was geangelt, was uns weiterhelfen könnte? Weil ich habe irgendwie nur Laub, Spinnweben und Holz. Hast du was, Hannah? Also, ich habe ein Fass, ein Setzling und einen Block Erde. Oh, Hannah, das ist egal. Red nicht so viel, mach einfach alles hier ins Fass rein. Dann bauen wir uns jetzt ein schönes, großes Floß gemeinsam. Hast du auch noch was bekommen, Odi? Ich habe zwei Fässer, so Blätter und ganz viel Holz und ganz viel Stein sogar. Oh, das ist super. Dann lasst uns jetzt ein schönes, großes Floß bauen. Ich mache mich hier erstmal so neues Holz und wir brauchen neue Stufen. Hannah, du meintest, du hast irgendwie Gras bekommen. Wo ist das? Das habe ich in die Kiste getan. Hier ist schon mal ein Setzling. Den können wir nutzen, um uns einen Baum anzupflanzen. Wartet, das ist eine gute Idee. Wir pflanzen uns einen schönen Baum an. Dafür brauchen wir Erde, Hannah. Gib die Erde schnell, schnell, schnell. Lumi, das war doch im Fass drin. Ja, supi. Jetzt haben wir eine kleine grüne Wiese. Die können wir uns anpflanzen. Und dann pflanzen wir da unsere ersten Bäume an. Wir bauen uns ein Monsterfloß. Okay. Das wird so ultra cool. Ja, komm schon. So, Achtung und zack, unser erster Setzling. Ja, voll cool, Lumi. Oh, das sieht so super cool aus. Okay, Hannah, vielleicht haben wir noch ein bisschen Holz. Damit könnten wir hier eine kleine Umrandung bauen. Weil sobald ich ins Wasser reinfall, bin ich hinüber. Ich darf da nicht reinfallen. Wir müssen das also sicher machen. Das Beste ist, wir machen uns ein paar Stufen. So, und dann machen wir hier alles schön sicher, dass ich hier auch ja nicht reinfahren kann. Weil Leute, ihr wisst, als Enderman, wenn man ins Wasser fällt, dann ist aus die Maus. Mann, ich wünschte, ich wäre auch ein Skelett oder ein Creeper, so wie ihr. Warum muss ich denn ein Enderman sein? Aber dafür habt ihr keine Enderman-Fähigkeit. Wow, cool! Ja. Pass auf, sonst tust du uns noch weh damit! Stimmt, Lumi. Und du darfst dich nicht mehr teleportieren, du Blödmann! Habt ihr etwa Angst vor meinem Block, hä? Auf damit, Lumi! Lass das, du Doofkopf! Ja, treff mich doch! Ich bin hier hinten! Veräppelt doch da hinten! Du hast daneben geschossen! Ich bin ein Creeper! Hört auf damit! Oder ich explodiere. Nein, Hannah, dann war's das ein für alle Mal. Du darfst nicht explodieren. Jetzt lass uns lieber hier unser Floß fertig bauen. Oh, Mann. Oh, Mann, ich habe keine Lust mehr zu angeln. Das macht keinen Spaß mehr. Ich bin schon so lange am Angeln jetzt. Ich kann nicht mehr. Leute, ihr... Unser Baum ist gewachsen. Schaut mal. Und was machst du hier, Hannah? Ich mache uns ein Feld. Und ich baue auch so eine Rand hin, damit du nicht runterfällst. Ja, ich glaube, das sieht gut aus. Schau mal, was ich geangelt habe, Lumi. Schau mal. Was denn? Eine Hacke. Damit können wir uns hier ein Feld anbauen. Jetzt brauchen wir nur noch Karotten oder Weizen oder sowas. Dann können wir uns unser erstes zu essen anbauen. Wir haben sogar Kartoffeln. Guck mal. Oh, lecker. Ich liebe Kartoffeln. Wow, ja, die müssen wir direkt anpflanzen. Leute, mögt ihr auch Kartoffeln? Wenn ja, dann abonniert jetzt. Dann weiß ich, dass ihr Kartoffeln gerne esst. Aber am liebsten esse ich Kartoffelbrei. Der schmeckt am besten. So, dann darf aber auch ein bisschen Grünzeug nicht fehlen. Ich will, dass unser Floß richtig schön aussieht. Es ist schon richtig gemütlich hier. Aber, ja, wisst ihr, was wir noch nicht gemacht haben? Wir haben noch nicht die Umgebung erkundet. Vielleicht gibt es hier ja Inseln. Wir sollten uns mal ein Boot bauen und uns die Insel ein wenig anschauen. Denn wir brauchen jetzt mal langsam ein bisschen was zu essen. Mein Magen knurrt schon. Oh, stimmt. Was hältst du davon, dass wenn ihr zwei geht und ich passe auf das Floß auf, nicht dass irgendwelche Piraten kommen? Ja, Odi, wir machen uns auf die Reise, also Hannah und ich, und du machst so lang unser Floß schön, okay? Okay. Ich glaube, das ist ein Deal. Dann lass mich einmal ein Boot bauen. Wie ging das nochmal? So, ich mache zwei Stück. Eins für mich und eins für Hannah. So und so. Hereinspaziert und langsam. Zack. Hannah, willst du bei mir mitfahren? Ja,
Weil wir brauchen doch nur eins. Dann kann Odi auch hinterherkommen, wenn er fertig ist. Ey, Leute, ich hab's mir auch anders überlegt. Ich hab Angst vor Piraten. Nein, Odi, wir müssen uns aufteilen. Wir müssen unsere Insel schön machen, beziehungsweise unser Floß. Du baust hier weiter und ich gehe mit Hannah auf Reise. Wir sehen uns, Odi. Mach's gut. Oh Mann. Tschüss. Tschüss. Hannah, jetzt sind wir endlich alleine. Und Odi muss das Haus ausbauen. Ja, so sieht's aus. Aber irgendwie habe ich ein bisschen Angst. Hier geht's irgendwie teilweise echt tief nach unten. Und ich bin ein Enderman, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Guck mal da am Wasser, Lumi. Da sind voll die schönen Blumen. Das sind Korallen, Hannah. Da leben die Fische. Aber ich sehe hier weit und breit keine Insel. Vielleicht sollten wir hier mal unsere Angel auswerfen. Und zack. Oh, komm schon. Vielleicht beißt ja ein Fisch an. Aber, oh, es sieht nicht gut aus. Vielleicht habe ich da hinten mehr Glück. Komm schon, irgendein Fisch muss doch anbeißen. Ich habe echt einen Mordshunger. Oh, Mann. Hannah, bei mir beißt nichts an. Aber Lumi, guck mal in deinem Rucksack. Vielleicht hast du ja einen Fisch dabei. Warte, tatsächlich, wo kam der her? Ich habe wirklich einen Fisch. Hast du ihn mir geangelt, Hannah? Nein, das war die Fischfee. Die hat ihn dir bestimmt geschenkt. Oh, du bist die Beste. Leute, wie süß, sie hat mir einfach einen Fisch geangelt. Ich glaube, Hannah, das sollte reichen. Jetzt lass zurück zu Odi. Ich glaube, er hat auch Hunger. Und ich hoffe, er hat unser Floß so lang hübsch gemacht. Ich glaube, es wird doch langsam dunkel. Wir sollten uns beeilen, Hannah. Nichts wie ab, zurück, nein, stopp, umdrehen. Hannah, siehst du das da hinten? Schau mal, das sieht aus nach einem Schiffswrack. Siehst du das? Geradeaus. Aber wie willst du dann da runter? Das musst du jetzt machen. Hannah, das ist deine Aufgabe. Siehst du, hier unten ist ein Schiffswrack. Ich hab's dir ja gesagt. Hannah, hör mir gut zu. Du musst da jetzt runtergehen. Es hängt alles von dir ab. Schau da rein und guck, was sich da drin befindet. Wir müssen uns das unbedingt anschauen. Mach schon. Okay, bis gleich. Sei vorsichtig. Oh nein, Leute. Ich hoffe, Hannah kriegt das hin ganz allein. Da unten. Und ich hoffe auch, dass es Odi gut geht. Wir müssen auf jeden Fall gleich zurück zur Insel. Vielleicht hätten wir Odi doch mitnehmen sollen. Was ist, wenn wirklich Piraten kommen und die Odi mitnehmen wollen und entführen? Oh nein, was machen wir dann? Das darf auf keinen Fall passieren. Hannah, du bist schon ziemlich lange da unten. Komm wieder, mach schon bitte. Oh, da bist du ja. Lumi! Irgendwas gefunden? Guck mal! Was hast du denn? Ich habe Eisen. Eisen? Wirklich? Echtes Eisen? Smaragde? Ich liebe Smaragde. Ja, und bitte sag Diamanten, Diamanten. Das Beste kommt doch immer zum Schluss. Ja, sag schon. Lapislazuli? Lapis, sag jetzt Diamanten. Haben wir Diamanten, ja eine oder nein? Eine Karte? Oh, sag schon, Hannah, Diamanten, ja und oder nein? Und 5 Diamanten! Das müssen wir Odi zeigen. Schnell steig ein, Hannah. Oh, wir müssen auf direkten Weg zurück zu Odi. Wir haben einfach unsere ersten Diamanten, Leute. Wie cool. Okay, jetzt nichts wie ab zu Odi. Ich hoffe, ihm geht's gut da hinten. Oh, weia. Aber Lumi? Ja? Weißt du denn noch, wo lang wir müssen? Ich weiß nicht. Leute, wisst ihr, wo lang wir müssen? Wenn ja, schreibt jetzt in die Kommentare. Rechts, in die Mitte oder links? Ich weiß es nicht mehr. Ihr müsst es jetzt reinschreiben. Macht schon bitte, Leute. Okay, die Leute meinten alle geradeaus. Okay, dann fahren wir einfach mal geradeaus, Leute. Wir werden schon irgendwas finden. Ich glaube, ich sehe da hinten schon was. Oh, wir sind gleich da, Hannah. Mach dir keine Sorgen. Hannah, wir sind schon so lange unterwegs. Schau mal, es wird schon dunkel. Der Mond scheint schon. Mann. Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir haben uns irgendwie verfahren. Lumi, ich habe eine Idee. Was schlägst du vor, Hannah? Ein altes Seemannssprichwort sagt, immer dem Mond hinterher. Dem Mond hinterher? Ja, dann ab wie nichts zu Mondstrecke. Ich weiß nicht, ich bin verwirrt.
Rudi, wenn du uns hören kannst, dann bitte schrei. Wir suchen dich, Rudi. Hilfe! Piraten waren da! Hast du es gehört? Ich glaube, ich habe irgendwie Rudi schreien hören, ganz leise. Warte, da hinten. Hilfe! Hanna, Rudi braucht Hilfe. Hast du das auch gehört? Wir müssen uns beeilen. Oh nein, er ist da. Oh nein, nichts wie ab hin zu Rudi. Schnell, 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 Hanna. Oh nein, 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 nein. Rudi, Rudi, Rudi. Leute! Was ist denn hier los? Unser Floß ist ja komplett kaputt. Was zur Hölle ist hier passiert, Rudi? Was hast du angestellt? Ich hab doch gesagt, lasst mich nicht alleine hier. Piraten haben uns angegriffen. Da habt ihr es jetzt davon. Ja, Pirat Blackbeard war das, hat er gemeint. Piraten? Nein. Ja. Unsere Insel, unser Floß. Haben die wenigstens unsere Sachen da gelassen? Ich konnte das alles noch retten. Oh, da fehlt die Hälfte. Und was ist hier mit... Warte. Was ist hier mit unserem Feld? Da fehlt auch die Hälfte. Mann, ich könnte so sauer werden. Die Piraten haben alles... Lumi! Kaputt gemacht. Hör auf, Lumi, hör auf! Du machst noch mehr kaputt. Was machen, hä? Ihr könnt gar nichts dagegen unternehmen. Aua! Oh, Lumi ist so gemein. Rudi, es tut mir leid. Aber Leute, was sollen wir machen? Alles ist kaputt. Ich glaube, wir müssen alles neu aufbauen. Ihr müsst uns jetzt helfen, Leute. Vielleicht könnt ihr nochmal alle ein Like da lassen. Vielleicht regnet es dann wieder neue Sachen vom Himmel, mit der wir noch ein viel größeres Floß bauen können. Meint ihr, wir schaffen das? Bitte lasst alle ein Like da. 3, 2, 1 und es funktioniert. Oh nein, das fällt alles auf den Grund. Rudi, Hanna, helft mir. Es fallen ganz viele Sachen vom Himmel. Die Leute liken gerade alle. Ich glaube, für ein Like... Ich geh runter. Fällt ein Block runter. Das seid alles ihr. Oh mein Gott, ihr übertreibt ja richtig. Schnell, Rudi, bring alles nach oben. Mach schon. Halt dich an meiner Angel fest. Hier, Rudi. Komm schon, zieh dich hoch, ich hab dich. Oh, da bist du ja. Was ist passiert? Ihr wisst gar nicht, wie viele Sachen ich bekommen hab, Leute. Kommt. Alles dank euch, weil ihr geliked habt. Danke, Leute. Jetzt würde ich sagen, gehe ich erstmal rüber und zack. Und jetzt bauen wir unser Floß wieder schön groß. Noch viel besser. Und dann sollten wir uns auch mal ein Bett bauen. Weil ihr seht, sobald es dunkel wird, kommen anscheinend auch die ein oder anderen Piraten, Leute. Deswegen müssen wir jetzt unser Floß wieder neu aufbauen. Okay, dann würde ich sagen, können wir... Warte mal. Jungs, Mädchen, aufwachen, Hanna, Rudi. Was ist denn los? Nein, nein, nein. Schaut. Nein. Richtig. Viele Unterwasser-Zombies. Die umzingeln uns. Nein, nein, nein. Es ist dunkel. Wir müssen was unternehmen. Schnell, schnell, schnell. Wartet. Lass es Tag werden, Lumi. Schnell. Verschwindet. Ihr dummen Monster, wartet. Ich werf Blöcke nach unten. Nimm das. Mann, ihr dummen Monster. Lumi. Verschwindet. Oh, komm schon, wir Rexy, verlieren schieß. So viel Floß. Hör auf damit. Wir müssen irgendwas unternehmen. Sonst verarbeiten komm die schon. Uns zu Hackfleisch. Mann, 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 das sind viel zu viele Leute. Das ist, weil es Nacht ist. Wir müssen es schnell Tag werden lassen. Lasst uns schnell ein Bett bauen. Kommt, Freunde. Und zack. Oh mein Gott. Okay, die Feuerstelle ist damit auch fertig. Oh, Leute, guckt euch das an. Wir haben wieder alles richtig schön gebaut. Und sogar noch viel größer. Die Nacht haben wir auch gut überstanden. Diese ganzen Monster haben wir einfach verjagt, indem wir geschlafen haben. Rudi, sei ehrlich, unser neues Floß sieht Hammer aus, oder? Ich will nie wieder zurück! Ja, Leute, es sieht wirklich so schön aus. Schaut euch das an, hier ist unser Beet. Und wir haben ein richtig kleines Boot aufgebaut. Seht ihr, wie schön das aussieht? Wir haben hier einfach unsere Betten. Oh, das sieht alles so schön aus. Aber, Leute, natürlich muss man dafür hart arbeiten. Deshalb wird direkt weiter geangelt. Oh, kommt schon, Leute, wir dürfen nicht aufhören zu angeln. Kommt schon, angelt, angelt. Oh. Na los, na los. Weiter. Vielleicht bekommen wir ja diesmal wieder ein paar richtig coole Sachen. Und weiter angeln. Und weiter angeln. Und noch ein Stein. Zack, alles zu. Lumi!
Was ist los? Guck mal, was ich bekommen hab! Warte, was ist das denn? Oh. Ein Ei, schau mal! Ein Ei? Mhm. Ein Schweineei. Das bedeutet, wir bekommen ein Haustier! Ja! Oh, ich wollte schon immer ein Haustier haben, Leute. Meint ihr, wir haben hier auf unserem kleinen Flussschiff genug Platz? Kommt hier, ich erschaffe jetzt unser Schweini. Seid ihr alle bereit? Na los, na los, na los! Und zack! Oh, wie süß! Guckt euch das kleine Schweini an. Schweini, Schweini, du bist so dick und lustig! Schweini sieht echt süß aus. Oh. Wie nennen wir ihn denn? Schweini. Schweini ist ein toller Name. Ja, Schweini gefällt mir auch. Okay, so, Lumi. Dann würde ich sagen... Hanna, was willst du? Wir waren ja gerade auf Expedition. Also gestern. Was? Ja, komm zum Punkt. Was ist los? Ich habe eine Schatzkarte. Eine Schawas? Das hättest du früher sagen müssen. Odi, hast du das gehört? Hanna hat angeblich eine Schatzkarte. Was? Das ist bestimmt von den blöden Piraten, die unser Floß kaputt gemacht haben. Wo bist du? Oh, wo bist du, Hanna? Gib uns die Schatzkarte. Vorne. Das müssen wir uns anschauen gehen. Okay, hier. Was steht da? Okay, lass uns mal schauen. Wir sind hier unten. Ich sehe da... geradeaus? Schaut mal, da hinten. Da ist wirklich eine Insel. Warte, das müssen wir uns anschauen gehen. Kommt schon, alle auf die Boote. Wir müssen sofort dahinter. Kommt schon, da muss irgendwas sein. Leute, baut euch alle sofort ein neues Boot. Beeilung, kommt schon. Leute, das könnte unsere Rettung sein. Kommt schon, alle aufs Boot. Wir müssen uns das anschauen gehen. Leute, schaut euch das an. Einfach eine Insel. Vielleicht befindet sich da etwas, was uns den Weg zurück nach Hause zeigen kann. Das wäre super. Oh, komm schon. Ja, nicht schwach werden, Odi. Wir sind gleich da. Ich kann nicht mehr, Lumi. Doch, wir sind gleich da. Nicht aufgeben. Wir haben es gleich geschafft. Oh Mann. Aber wir müssen unser Fluss gut im Auge behalten. Nicht, dass wieder dumme Piraten kommen. Also, laut Karte ist hier nichts. Aber hier muss doch was sein, Leute. Warum ist hier eine Insel mitten im Nirgendwo? Oh, kommt aussteigen. Und zack. Ha, kommt doch nach oben. Edgy Badge. Ha. Warte. Ey, Lumi. Oh, nimm das, Odi. Au, jetzt habe ich Sand im Auge, Lumi. War doch nur Spaß. Komm schon. Wir müssen uns diese Insel anschauen. Hier ist einfach eine Insel. Aber laut der Karte... Guckt, ihr müsst in den Boden reinbuddeln. Durchsucht alles. Hier muss irgendwas sein. Also laut der Karte, ich kann da so einen kleinen Punkt erkennen. Ihr müsst alles durchbuddeln. Kommt schon, bis in... Wartet mal. Hä? Kommt her, Leute. Das müsst ihr euch anschauen. Oh, guckt euch das an. Oh, ich weiß es nicht. Da unten. Seht ihr das? Da ist ein Schatz. Ein Schatz. Wir sind waschechte Piraten, ja! Wir sind Piraten, Piraten! Wir sind Piraten! Aber was ist da drin? Hä? Verwandlungstrank. Das ist irgendein geheimer Trank, Leute. Oh, Lumi, fass das besser nicht an. Was ist, wenn da ein Piratenfluch drauf ist? Vielleicht verwandelst du dich ja dann auch in einen Piraten. Ich wollte schon immer ein Pirat sein. Nein. Ich bin ein Pirat. Lumi. Ich trinke das, Leute. Ich bin der erste Pirat von uns. Oh, Hanna, er wird zum Piraten. Lauf weg, schnell. Was? Ich bin wieder normal. Hanna, Odi. Geh weg, du Pirat! Nein, geh weg! Feuer! Ich bin kein Pirat. Komm zurück. Geh weg oder ich explodiere. Warte, Hanna. Ich bin. Hä? Ich bin Lumi. Ich hab mich zurückverwandelt. Schaut euch das an. Ich bin wieder ich. Das war der geheime Verwandlungstrank. Wir haben ihn gefunden. Warte mal. Hast du alles leer getrunken, du Doofkopf? Also,
Ich kann das erklären. Nein. Angriff! Stopp, stopp, stopp. Nein, wir sind Freunde. Hallo. Oh nein, Leute. Ich muss mich in Sicherheit bringen. Meine eigenen Freunde stellen sich gegen mich. Oh. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Checkt auch meine Freunde ab. Und vergesst nicht, rechts auf das Video drauf zu drücken. Das müsst ihr euch auch noch unbedingt angucken. Oh, schnell weg. Bis zum nächsten Mal.